Der Herr sagt, du bist mein Zeuge. Ich werde Amerikas Reichtümer an einem Tag wegtragen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Januar 31, 2013. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und Jace. Für all jene, die Ohren haben und hören. Betreffend der Heimkehr von Jace für die Beerdigung seines Großvaters. Das sagt der Herr zu seinem Diener. Mein Sohn, dein Vater hat mich sehr entehrt und lästert ständig meinen Namen. Deshalb ist mein Zorn gegen ihn entbrannt, und ich werde meine Hand nicht zurückhalten an dem Tag, an dem ich Unheil und große Not über ihn bringe. Der Tag, an dem ich sein Haus mit meinem Urteil schlage. Auch über all jene, die mit ihm übereinstimmen, werde ich Seuchen und Plagen bringen. Denn sie haben ihren Fuß gegen mich erhoben und hören nicht auf, meine Worte zu lästern, während sie meinem Gesalbten Schaden zufügen wollen. Seht, die Wellen des Meeres werden sich am Tag meines Zorns anheben, und sie werden über die Küste hereinbrechen und die Ufer verwüsten. Die Wasser werden sehr stürmisch sein, und mit einem schrecklichen Lärm werden sie die Abschrankungen durchbrechen und weit ins Landesinnere vordringen. Denn ich werde die westlichen Teile eurer Nation schlagen und die verborgenen Grundfesten plötzlich emporschnellen lassen. Und mit großer Heftigkeit werden sie aus der Tiefe nach oben geschoben werden, genauso wie ich auf andere heruntertreten werde. Und die Menschen werden aufgrund der Wasser und Verwüstungen sehr bedrängt sein. Denn ich werde die Reichtümer dieses Landes an einem Tag wegtragen. Seht, das Totenreich wird seinen Mund weit öffnen, und der Tod wird hervorkommen und all jene einfordern, die verleumden und falsche Anschuldigungen gegen mich und meine Boten vorbringen. Jene, die viele böse Behauptungen aufstellen, in meinem Namen. Denn auch ich werde meinen Mund öffnen, und auf meine scharfe Zurechtweisung hin werden sie alle zum Schweigen gebracht werden. Es sei denn, sie tun Buße und zahlen alles, was sie gegen mich und meine Diener getan haben, 10-fach zurück. Seht, der Tag kommt und ist sehr nahe, an dem ich dieses Land komplett verwüsten werde. Denn sie haben nicht aufgehört mit all ihren Abscheulichkeiten, noch haben sie sich von ihren immer größer werdenden Perversionen abgewandt. Und sie haben keinen Finger gerührt, um das Abschlachten der Unschuldigen zu stoppen. Ja, sie halten an ihren bösen Wegen fest, erlassen Gesetze und erlauben sogar alles, was ich gesagt habe, dass sie es nicht tun sollen, um mich damit zum Zorn zu provozieren. Deshalb werde ich in der Tat meine Hand gegen sie ausstrecken und Verwüstungen aller Art über sie bringen, sagt der Herr. Mein Sohn, aus diesem Grund sollst du nicht in das Haus deines Vaters gehen. Noch sollst du irgendeine seiner Bitten ehren. Setze deinen Fuß nicht an diesen Ort, bis zu dem Tag, an dem ich dich sende. Vielmehr sollst du abgesondert bleiben und im Frieden und in meiner Gegenwart verweilen, im Schutz dieses Bundes, den ich mit dir geschlossen habe. Denn obwohl dein Großvater mich in seinem Leben geehrt hat, er ist eingeschlafen. Und auch wenn er eingeschlafen ist, wird es nicht für immer so bleiben. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Mein Sohn, ehre zuerst mich in allen Dingen. Gehorche immer meiner Stimme
und du wirst über alle Maßen gesegnet sein. Denn ich kenne dein Herz und sehe deinen Wunsch, dass du das Andenken deines Großvaters in Ehren halten möchtest. Doch ich sage dir, es wird ein Tag kommen, an dem du ihn ehren wirst und er dich ehren wird. Und ihr beide werdet mich gemeinsam ehren, sagt der Herr. Aber dieser Tag ist noch nicht hier. Deshalb wende dich ab von den Peinigern und trenne dich von den Zweiflern und Heuchlern als ein Zeugnis gegen sie. Denn du bist ein auserwähltes Gefäß, ein Beispiel inmitten dieser höchst bösen und ungehorsamen Generation. Schau, sogar jene in deiner eigenen Verwandtschaft haben meine Warnungen nicht beachtet, noch werden sie auf meine Diener oder auf mein ihnen gegebenes Wort hören. Denn sie entehren mich in hohem Maße und sie hassen alle, die ich sende. Und so erfüllt sich die Schrift bis auf den heutigen Tag. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem eigenen Land, unter seinen Verwandten und in seinem eigenen Haus. Doch der Tag wird kommen, an dem dein Vater die Hand nach dir aufstrecken wird. Und an jenem Tag wirst du als ein Mann Gottes aufstehen und alles sagen, was ich dir zeigen werde. Aber du wirst seine Hand nicht ergreifen und auch seine Tränen nicht abwischen. Und auch wenn sein Herz gebrochen ist und deines von Kummer überwältigt wird, du sollst dich nicht zur Seite drehen oder niederdrücken lassen. Vielmehr sollst du standhaft bleiben und meinen Wegen vertrauen und jener Stein sein, den ich gegen sie gesetzt habe. Denn ich durchsuche die Herzen und Gedanken und ich weiß, was nötig ist und tue das, was richtig ist, damit all meine Geliebten zur festgelegten Zeit zu mir zurückkehren können. Die Bösen aber und jede reulose Seele wird im Feuer zerstört werden. Ich bin der Herr. Mein Sohn, du bist mein Zeuge, mein Leuchter, und in dich habe ich mein Wort gelegt. Und alles, was ich für dich vorgesehen habe, wird an dem Tag ausgeführt werden, an dem ich dich sende, sagt der Herr.